kleinen Grachten, mit den Wohnhäusern links, rechts und den vielen kleinen Geschäften ist eine tolle Sache. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, da mal in jedes Schaufenster reinzuschauen. Größte Gracht in Gouda und etwas weiter oben rauf, das fotografieren wir noch, das schiefe Haus. Das Nachtleben in Gouda braucht sich nicht hinter den Nachtleben der Großstädte Bremen, Hamburg oder Berlin verstecken. Geheimnisse verstecken sich in den Gassen und Seitenstraßen. Das italienische Restaurant gleich links am Beginn der Innenstadt war einfach super. Hier ist in der Hauptsaison sicherlich ganz viel los. Thank you.
ist jetzt nur ein Teil von Bad Bentheim, aber es reicht uns. Wir haben so einen Spaziergang gemacht, gut gegessen, nette Leute kennengelernt.